Hallo ihr Lieben, heute machen wir kalte Gurkensuppe aus dem Mixer nach Bedarf mit Garnelen. Schneller geht's nicht, wir brauchen 2 große Gurken, eine schöne Zitrone, 1 oder 2 Becher Joghurt, das muss ich jetzt gleich nach Gefühl schauen, Gemüsebrühe, das ist jetzt Geflügelbrühe, so ein Fond, so ein klarer, dann unbedingt Dill. Ich habe jetzt hier die tiefgefrorene Variante und für Micha und mich lege ich noch ein paar von diesen kleinen Garnelen, Eismeergarnelen aus dem Kühlfach dazu rein. Mögen jetzt meine Kinder aber nicht unbedingt, die kommen eh nur oben drauf, also bei Bedarf. Und wir brauchen, das Wichtigste, unseren Kochtopf des Tages versus unseren Mixer. Lasst uns anfangen. Erst von der Gurke die Enden abnehmen, dann anfangen zu schälen, weil auf einer Seite der beiden befinden sich Bitterstoffe und die würden sich sonst über die Gurke ziehen. Da ich mir aber nie merken kann, auf welcher Seite die Bitterstoffe sind, schneide ich beide Seiten ab. In kleine Stückchen schneiden. Einfacher kann eine Suppe wirklich nicht zubereitet werden. Die Gurke rein. Zitronensaft dazugeben. Ob es ein Kern ist drin, den mache ich raus. Ui, die ist hart. Ein bisschen von der Brühe drauf. Joghurt dazu. Huch. Ich mache jetzt beide Joghurts ran. Salz habe ich vergessen. Salz, Salz, Pfeffer, Kräutersalz eurer Wahl. Also ich mache da Kräutersalz rein. Dill dazu. So schnell sind wir auch schon fertig. Das Ganze kommt jetzt in den Kühlschrank. Kleiner Tipp, beim Servieren ein paar Eiswürfel drauf machen. Passt wunderbar. Kein Kochen, kein gar nichts. Die ist ganz frisch. Super leicht. Ihr werdet sie lieben. Micha, für uns mache ich jetzt noch hier so ein paar Garnelen oder Krabben drauf, ja? So, lieber Micha. Für dich. Brauchst du das Rezept hier? Du, das mache ich schon so lange, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da gehört eigentlich Knoblauch dran und sowas. Lass den Knoblauch weg. Das ist der Wahnsinn. Ihr Lieben, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schneller kann ein kühler Sommersnack nicht gemacht werden. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Ciao, tschüss. Und wenn du beim Kochen nicht tanzen kannst, ist das Rezept zu kompliziert. Tschüss.